Darmstadt studiert, wird sehr schnell zu schätzen lernen, dass Darmstadt die Stadt der kurzen Wege ist. Man kommt trotz unserer zwei Campi von einem Ort zum anderen jedes Mal schnell hin, wird überall viele Kommilitoninnen und Kommilitonen finden und wird deshalb eine sehr familiäre Atmosphäre genießen, die es an vielen anderen Universitäten in großen Städten so ganz bestimmt nicht gibt. Was uns auch auszeichnet, sind inspirierende Menschen. Damit meine ich Studierende und Professoren, die engagiert und begeistert ihre Tätigkeit machen und gerne ihnen Inhalte vermitteln. In einer globalen Wirtschaft, die sich zudem auch noch in einer äußerst schwierigen Phase der globalen Transformation befindet, sind Mitarbeiter gefragt, die komplexe Aufgaben im interdisziplinären, auch digitalen Kontext erfolgreich bewältigen können. Wer solche Mitarbeiter sucht, wird nirgendwo in Deutschland so gute Berufseinsteiger finden wie in den Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsingenieurstudiengänge unserer Universität. Denn für unsere Studiengänge der Wirtschaftsingenieure gilt: We are designed for success in global international markets. Wir laden die besten Abiturienten ganz Deutschlands ein, bei uns zu den besten Wirtschaftsingenieuren der Welt ausgebildet zu werden, um der Wirtschaft der Zukunft ihren Stempel aufzudrücken. Ja, ich denke mal, das Studium der Wirtschaftsinformatik, das lohnt sich hier bei uns in Darmstadt aus verschiedenen Gründen. Also zum einen ist es dadurch gekennzeichnet, dass die Studenten lernen, wirklich fest auf mehreren Beinen zu stehen. Und damit meine ich, sie erhalten eine fundierte Ausbildung im Bereich Recht und Wirtschaft, eine fundierte Ausbildung im Bereich Wirtschaftsinformatik als eigene Disziplin und auch eine fundierte Ausbildung im Bereich Informatik. Wirtschaftsingenieurwesen mit der technischen Fachrichtung Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt studiert. Besonders spannend fand ich die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik. Und beim Erstellen von den wissenschaftlichen Arbeiten, also meiner Abschlussarbeit und den Seminararbeiten, wurde dann mein Interesse für das wissenschaftliche Arbeiten, das methodische Arbeiten geweckt, sodass ich heute am Lehrstuhl für Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre als Doktorandin tätig bin.